So, Mahlzeit mal wieder. Ich spiele immer noch Partum Artifex. Ein Spiel, das mir meine Followerin Nicole empfohlen hat. Die hat mir schon viele Spiele empfohlen. Ich bin noch nicht so ganz schlüssig, ob es mir gefällt oder nicht. Beim letzten Mal bin ich überhaupt nicht weitergekommen. Jetzt habe ich mich erstmal darauf konzentriert, mir lecker Reis zu kochen. Und ich habe mir leckere Champignons gemacht. Ich weiß nicht, oh, ah. Das mit Sojasauce zu finden auf meinem YouTube-Kanal. Asiatische Champignons, so mit lecker Soße. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich guck mal weiter. Ich muss ja mal versuchen, ob ich da mal weiterkomme. Ich kann ja noch mal Hanna grüßen. Hallo Hanna, schönen Gruß nach Bruchhausen. Grüß die Mutti. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier drin was machen muss oder oben noch was machen muss. Ich renne mal einfach weiter sinnlos durch die Gegend. Also wie gesagt, hier komme ich ja nicht weiter. Oh! Dass die Biene durchgebrannt. Aber da hatte ich ja vorhin schon mal, dass er mir gesagt hat, da ist zu dunkel. Ne? So, hier war ein Gedicht. Oh, da ist ein Kombination, da ist ein Zahlenschloss. Guck mal. Okay. Ah, two armies lined up. Also zwei Armeen. Ready to fire the arrows. Eine Seite. Ich habe es mir vorhin ja nicht durchgelesen, weil ich also, aber wahrscheinlich steht hier die Lösung für das Zahlenschloss. Also zwei Armeen aufgereiht, um zu feuern. Eine Seite malte ihre Federn in Azur, also Azurit, blau. The others in blood, also rot. In honor, they took turns to fire at each other to show who had the best archers. As the fight went back and forwards, the sons fell first, the fathers thereafter, and at last one standing was the old king. Bis jetzt habe ich nur zwei Zahlen, einmal eine 2 und eine 1. Finally, by he mumbled as his legs gave away. A chest filled with blood-covered arrows. Blood-covered arrows. Ja, aber wie viele? Ne, also komme ich gar nicht klar. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe zwei und eins. Sonst sind hier keine Zahlen mehr. Irgendwie, wie viele Söhne? Die Söhne zuerst, danach die Väter und zum Schluss der König. A chest filled with blood-covered arrows. Mit blutüberzogenen Pfeilen. Der Dartscheibe Hinweise. Blaue und rote Pfeile, blaue und rote Pfeile, blaue und rote Pfeile. Kann ich hier ranzoomen? Warte mal. The Suns fell first. Nope. Blood-covered arrows. Das müssten dann die roten, die blutigen Pfeile. Weiß ich nicht. Was haben wir denn? Die Azurit-Pfeile, das ist 8, 9, 13. 8, 9, 13. 9, 8, 13, 13, 8, 9, 13, 9, 8. Let's try. Aber. Machen wir mal 13, 9, 8.
Nein. 13, 8, 9. Nein. 8. Boah, es gibt ja 1000 Kombinationen hier. Scheiße. Auch nicht. Was steht hier? Also ich habe blaue Pfeile und ich habe rote Pfeile. One side painted the feathers in azurite, also blau, the others in blood, rot. A final goodbye, he mumbled, as his legs gave away. A chest filled with blood covered arrows. Nehmen wir die roten Pfeile, wa? Würde ich mal sagen, was haben die denn da? Hier kann ich aber auch nicht zoomen, ne? Ne, kann ich nicht. Ne, kann ich nicht. 7, 2, was ist das, 18? Wenn auch wieder vier Zahlen, ne? 7, 2, 18. Reihenfolge 7, 2, 18, 18, 20, ich weiß es nicht. Ja, komm, scheiß drauf. Ach, da war er gerade. Nee, war es ja schon mal nicht richtig, ne? Machen wir mal 2, 7, 18. Habe ich mich jetzt erschrocken? Hey, ich habe was richtig gemacht. Und da habe ich bei der Musik total erschrocken. Ja, geil. Guck mal, was für ein Zufall. Das war jetzt echt. Boah, ich glaube, da hätte ich 5 Stunden dran sitzen können sonst. Oh, ich habe hier meine ersten Bilder. Nee, doch nicht. Ich kann hier auch nichts nehmen oder malen oder so. Oh, eine Uhr. Left Mouse Use. Don't touch the clock, hat er ja gesagt, ne? Hallo, ich benutze die Uhr. Okay, das ist nicht richtig. Oh, auf dem Seidenkissen. Ein Frontdoor. Ich habe die Vordertür aufgehoben. Für mich sah das eher wie ein Schlüssel aus. The previous residence, die vorherigen Besitzer, dauer Resident Evil, das ist das dauerhafte Böse, das ist das, wahrscheinlich die vorherigen Besitzer oder Bewohner. The past in a beautiful way. Ja, okay. Nein. Also, ich habe einen Frontdoor-Schlüssel. Und immer noch nichts, womit ich gucken kann. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin, wo eine Frontdoor ist. Ach so, da. Von diesem Haus der Front Door Key. Gibt es überhaupt eine Front Door? Da, ja. Ja, aber ich ja unsicher, bin ich ja schon drin oder nicht? Mennekes! Willkommen bei den Mennekes! Ja. House was undoubtedly the hardest and easiest target for me. Hardest because I didn't know how I would react, and easiest because
how I reacted. Seeing him sleeping on the bed took me back to my childhood, and one simple blow to his head was all I needed to leave him unconscious. He woke up, still in his bedroom, to the gracious touch of flames that burned beneath him. His beautiful screams were something I wish my own dad would have left me. But, alas. Blöd. Okay. Die Mannequins sind wahrscheinlich ein Hinweis für dieses Rätsel im ersten Stock. Und warum kriege ich diese scheiß Tür jetzt hier nicht auf? Weil ich da einen Schlüssel nicht für habe. Basement Key! Ich sage, das sind so diese Spiele, ganz ehrlich. Also, jetzt muss ich wieder einmal ganz außen rumrennen, damit ich da in den Keller komme. So, irgendwie fehlen hier Zeiger. Also, er hat dem Ollen einen auf den Kopf gehauen. Picked up lined triangle plaque. War hier nicht in die Inventory? The plaque was found in the kitchen. The old paint. Sketch to read a triangle with two lines inside of it. It's just much heavier than it looks. Ah ja, okay. Nothing happened? Okay, Entschuldigung, ich habe glaube ich irgendwas gemacht. Ich kann ja nicht mal Musik anmachen, er ist ja echt traurig. Und immer noch keine Taschenlampe! Ich drehe durch, ey. Mann, ich will eine Taschenlampe, ich will eine Taschenlampe. Oh, da ist der Juppie ja noch, nicht? Der, wie hieß er nochmal? Ich habe vergessen, ach du Jemine. Mutter Charlotte, Kelvin, so heißt er. Also, dieser Knilch, mit dem ich hier anscheinend oder der mich hier reingelotet hat, ist wohl so eine Art Massenmörder und wohl nicht ganz frisch in der Birne. Huch, da ist gerade der Mond angegangen. Sehr lustig. Mond aus. Mond an. Mond aus. Mond an. Geil. Ist das hier so wie bei die Tribute von Panem? Ja? Dass ich in so einer riesengroßen Kuppel hier bin oder so, ne? Komme ich hier rum? Komme ich hier rum? Komme ich hier rum? Das wäre dann der kürzere Weg. Ja, komme ich. Basement. Basement war hier. Nee. Doch, okay. Also mit Horror war ja bis jetzt noch nicht viel. Es war bis jetzt ein bisschen ansatzweise gruselig. Aber das war's auch. Da ist dunkel. Oh. Blacklight, Schwarzlicht, okay. Also die Schwarze, ich kann nicht sehen, was meine schwachen menschlichen Augen sonst nicht sehen können. Du brauchst das, um meinem Pfad zu folgen. Just don't forget about it. I will absolutely be needed later on. It will, oh man. Also because of how old it is, it overheats very quickly. Okay, so just give it a quick break every now and again and it'll be fine. I had to collect so much more blood than originally planned. Ow! In order, I also think I got carried away. Take.
Ja, sehr lustig. Eine 9. Okay. Immer wieder Pause machen? Oder kann ich das jetzt dauerhaft benutzen? Ohne dass es mir durchbrennt. Also da haben wir eine 9. Da geht der Pfad daher. Oh, follow me! The ice will be. Will help. Ja, ja, genau. Ah ja. Aha, okay, ich muss hier die Zahlen finden. 9, 2. Damn it. Mann. 9, 2, 4. Mann. Ist die Reihenfolge entscheidend? Postgrid. Das ist ja der direkte Weg, von da ist ja dahin. Das ist die 9. Ne? Dann geht es dadurch, da weiter. Aber da ist ja nichts, ne? Also gehen wir dann da auf der andere Seite, ne? Und da haben wir dann die 4. Daraus haben wir dann hier 94 942. Okay. Braucht so eine vierte Zahl ja gar nicht, weil man muss einfach nur alle durchprobieren, nicht wahr? Aber ich habe mich diesmal wenigstens nicht erschrocken bei der Musik. Ich habe übrigens, was habe ich noch nicht gesagt, mein Knie anscheinend böse entzündet, obwohl ich nichts gemacht habe. Vielleicht ja deswegen. Wie gesagt, Samstag auf dieser Party war mega, hat richtig Spaß gemacht. Die Beschmode Party, IBM Industrial. Aber seitdem nicht angeschlagen. Und ich habe erst gedacht, ich wäre mit dem Knie irgendwo vorgedengelt. Aber es wird schlimmer statt besser. So, inzwischen wird die Musik auch lustiger. Ja, natürlich nehme ich das. Pyramid Plague. Das ist das erste Bild? Ja, ich habe ein Bild gefunden. Left Mouse Use. What is? Okay, okay. Eye Painting. Mit M wie Map? Nein. Vielleicht mit I wie Inventory? Nein, mit J wie Journal. Achso, ah, da, next item. Blacklight, das Bild. A hand-drawn blueprint of the ground floor at the first floor. Three clocks marked on it, each with question marks. It's added one in Kelvin's room in an area that is just marked with three question marks. Kann ich das irgendwie auch inspect? Ah ja, okay. TikTok. Nicht, dass wir hier Reklame machen.
Kitchen, Main Hall, Bedroom, Art Display. Ja, das ist ja ganz ehrlich. Da ist eine Uhr drauf markiert, nicht drei. Da, TikTok. Also das Spiel, Entschuldigung, aber das zieht sich ja doch ein bisschen. There are three clocks marked on it. Entschuldigung, aber wenn ich mir das angucke, ich sehe nur eine Uhr. Da, TikTok. Ja. Ups. Nach meiner Behandlung einen schönen Cyanidzahn. Das war damals im Dritten Reich. Da kriegten diese ganzen Führungskräfte und Agenten, you want either fail hard or succeed completely. Also entweder versage ich total oder ich gewinne erfolgreich. Oder total. Hallöchen, nein. Und ich wette, ich komme hier nicht weiter, weil es ist zu dunkel. Nee, weil hier gibt es nichts. Doch. Sie haben recht. Aber sie sind rechts. Die sind rechts. Oder sie haben recht. Das ist natürlich eine Frage. Ne? Entschuldigung. Kann ich hier was machen? Nein. Footprints. Die Mannequins wollen mir was sagen. Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln. Ihr Krach hält mich nachts wach. Ich mach mal aus. Ich mach mal wieder an. Was wollen Sie von mir? Hört auf, mir zu folgen. Schlüssel! Schlüssel! Yay! Kitchen! Ich habe eine ganze Küche aufgehoben. Habt ihr gesehen? Picked up a kitchen. Was? Da war was. Ich habe was gehört, aber nichts gesehen. Oh, ein Plattenspieler. Kann ich ihn anmachen? Wenigstens auch nicht. Der gute Mokoko-Fernseher? Nein. Forzers. Da, Mannequin. Mutti. Charlotte. Charlotte. Oh. Okay, es hat ein paar hohe Elemente. Ich merke das schon. Wo ging das hier denn noch mal raus? Verdammte Axt. Nee, da nicht, ne? Hier irgendwo. Hä? Hä? Bin ich jetzt echt so verlaufen? Hier war doch irgendwo eine Treppe. Aha. Kitchen Key, ne? Hatte ich ja jetzt gekriegt. Ich habe nur vergessen. Nee, habe ich überhaupt schon irgendwas gemacht? Ah! Jetzt ja, eine Insel.
Aber das hilft mir jetzt überhaupt nicht weiter. Denn jetzt bin ich wieder da. Wo ich vorhin auch schon war, oder nicht? Hat sich denn jetzt hier was verändert? Nö. Mond aus. Mond an. Geht auch immer noch. Wunderbar. Ja, nee, vielleicht. Warte mal. Ich kann ja jetzt hier in diese, wo ist denn nochmal die Galerie? Da kann ich ja schon mal gucken, dass ich das eine Bild hinstelle, ne? Nur welches? Und wo? Macht das nicht automatisch? Nein, macht er nicht. Also muss ich gucken. Ich habe das große Ei, Auge. Born in the desperation. Vielleicht muss ich das Auge jetzt. Aha, Augen, okay, ich denke mal, das muss doch dahin. Also ich behaupte, das Auge gehört hierhin. The eyes, those once beautiful eyes, suddenly turned something grotesque. I saw my reflection in them and an ugly grin stared back. Das ist ja dann das. Dann ist das ja schon mal richtig, nicht wahr? So. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung. Habe ich denn noch irgendwas im Inventar? Ich habe keine Ahnung, was ich noch irgendwie... Infantory. Triangle Plaque. Blacklight. Pyramid Plaque. Blueprint. An added wall in Calvin's room and an area that is just marked with three question marks. Okay, das gucke ich mir nochmal an. So, Bedroom. Art Display. Three question. Was, was? Sag mal. Ach, da! Hilfe! Uiuiui. Boah, ich hasse solche Sachen. First Floor, ja, so, jetzt aber. Kelvin, da. Ach, da sind die anderen beiden. Okay. Ich glaube, da müssen wir mal hochgehen, wa? Gucken wir nochmal Kelvins Room. War das hier hinten? Der ist gar nicht offen. Aha. Sweet Kelvin, gut geht. Okay. Das ist sehr, sehr schön, aber ich habe jetzt... Oh. Ich bin heute wirklich so denkfaul. Es ist zum Kotzen. Die Mannequins haben wir ja schon gefunden. Komme ich da irgendwie? Gibt es da irgendwie auch noch ein Schloss oder so? Nee, gibt es nicht. Kelvins Room. Ich dachte, den hätte ich schon aufgehabt. Schade. Habe ich wohl nicht. Ja, da komme ich ja auch noch nicht richtig weiter. Wahrscheinlich.
hier hinten komme ich ja nicht durch, weil Papierkarte ist ja schon dabei. Office, okay, wir können in meinem Office gucken, ob wir hier irgendwo noch Lämpchen finden oder sowas. Nein, tun wir auch nicht, habe ich ja schon alles geguckt. Okay, ich brauche wieder mal eine kreative Pause. Mache wieder nur ein 30-Minuten-Video. Soll erstmal reichen, ne? Also in diesem Sinne, danke fürs Gucken und tschüss.